Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor, Folge 16. Was bisher geschah. Chariklia und Theagenes sind nach einer langen, abenteuerlichen Reise in Äthiopien gelandet, wo Chariklias Eltern als Königspaar herrschen. In letzter Sekunde, so scheint es, konnte Chariklia einem schrecklichen Schicksal entgehen. Hydaspes und Persinna haben sie als ihre Tochter anerkannt. Alles scheint auf ein gutes Ende zuzulaufen, bis auf ein letztes Hindernis, das noch Tod und Verzweiflung bringen kann. Dennoch ist ungeklärt, ob Chariklia nicht doch letzten Endes dem Sieg geopfert werden muss, geschweige denn ihr geliebter Theagenes. Der Anblick seiner tief bewegten Gattin griff Hydaspes ans Herz und stimmte ihn weich. Gebannt starrten seine Augen auf das Schauspiel, doch blieben sie hart wie Horn oder Eisen. So stand er und kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen an. In seiner Brust tobte ein Aufruhr von Empfindungen. Seine Seele war zwischen väterlicher Weichheit und männlicher Beherrschung geteilt und wurde wie von einem Strom hin und her gerissen. Schließlich siegte die Natur. Nicht nur die Gewissheit, dass er Vater sei, brach in ihm durch, sondern auch das Gefühl väterlicher Liebe. Er zog Persinna, die mit der eng umschlungenen Tochter niedergesunken war, zu sich empor, schloss Chariklia in seine Arme und brachte mit einem Strom von Tränen seine Spende als Vater dar. Doch vergaß er dabei durchaus nicht, was die Umstände erforderten. Eine Zeit lang stand er so. Dann, als er bemerkte, dass das Volk von gleichen Empfindungen überwältigt, vor Rührung und Freude über dieses Spiel des Schicksals in Tränen ausbrach und ohne die Aufforderung der Herolde zur Ruhe zu hören, ein Geschrei erhob, das bis zum Himmel drang, wobei die Bedeutung des Tumultes nicht ganz klar zu erkennen war, gebot er mit einer Handbewegung Stillschweigen und brachte die lärmende Menge zum Schweigen. »Versammelte Äthiopier«, rief er, »die Götter haben mich, wie ihr seht und hört, wieder jedes Erwarten zum Vater werden lassen, und dieses junge Mädchen hier hat sich durch zahlreiche Beweise als meine Tochter erwiesen. Aber meine Liebe zu euch und zu meinem Lande ist so groß, dass ich auf die Erhaltung meines Geschlechts und auf das Glück, Vater genannt zu werden, das mir durch sie geschenkt wird, verzichten will und bereit bin, sie euretwegen den Göttern zu opfern. Ich sehe zwar, dass euch die Tränen kommen und menschliches Mitgefühl euch erfüllt und dass euch das Schicksal des jungen Mädchens ebenso nahe geht wie meine vernichtete Hoffnung auf eine Leibeserbin. Gleichwohl bin ich gezwungen, mag es vielleicht auch gegen euren Willen sein, mich dem Väterbrauch zu fügen und das Wohl der Allgemeinheit über den persönlichen Vorteil zu stellen. Ob es in der Absicht der Götter liegt, zu geben und gleich wieder zu nehmen, wie es ja seinerzeit bei ihrer Geburt geschah und ich es jetzt bei ihrem Wiederfinden erneut erfahre, will ich nicht behaupten, sondern überlasse es eurem Ermessen. Auch weiß ich nicht, ob die Götter, die, welche sie erst aus ihrer Heimat in die weite Welt geführt und dann durch eine wunderbare Fügung mir als Gefangene in die Hände gegeben haben, nun wieder zum Opfer haben wollen. Wenn ihr verlangt, dass ich sie, nachdem ich sie als Feindin nicht getötet, noch als Gefangene misshandelt habe, jetzt, da ich sie als Tochter erkannt habe, opfern soll, will ich mich dagegen nicht auflehnen. Ich will auch nicht tun, was man jedem anderen Vater im gleichen Falle zubilligte. Ich will mich nicht auf die Knie werfen und bitten, Nachsicht zu üben und euch dies eine Mal nicht an das überlieferte Gesetz zu halten und den natürlichen Empfindungen den Vorrang zu lassen, da man ja den Göttern auf andere Weise Genüge tun könne.
Je mehr ihr mit eurem Mitgefühl zeigt, je mehr ihr meinen Schmerz sozusagen zu eurem macht, desto mehr muss ich an euch denken und darf weder auf mein Unglück noch auf den Schmerz der unglücklichen Person achten, der mir ihr einziges Kind schenkt, um es gleich wieder zu nehmen. Spart euch also die Tränen und eine nutzlose Teilnahme. Lasst uns mit dem Opfer beginnen. Doch du, meine Tochter, zum ersten und zum letzten Male nenne ich dich mit diesem teuren Namen. Was nützt dir deine blühende Jugend? Was hilft es, dass du deine Eltern gefunden hast, wo die Heimat sich grausamer gegen dich zeigt als die Fremde, die dir das Leben erhielt, während dir das Vaterland den Tod gibt? Bringe mich nicht durch Klagen außer Fassung, sondern zeige jetzt mehr denn zuvor deine tapfere königliche Haltung und folge deinem Vater, der dich nicht zur Hochzeit führen, nicht zum bräutlichen Lager geleiten darf, sondern zum Opfer schmückt, der nicht die Hochzeits-, sondern die Todesfackeln auf dem Altar entzündet, auf dem er deine einzigartige Schönheit opfern muss. Ihr Götter aber vergebt mir, wenn ich von meinen Schmerzen überwältigt ruchlose Worte gesprochen habe. Nehmt Rücksicht darauf, dass ich dieses Kind im gleichen Augenblick mein nennen darf und ihm den Tod geben muss. Mit diesen Worten nahm Mascheriklia bei der Hand, in der offenkundigen Absicht, sie zum Altar zu führen und den Flammen zu übergeben. Ein stärkeres Feuer noch brannte in seinem Herzen, der glühende Wunsch, das Volk werde das arglistige Angebot zurückweisen. Das äthiopische Volk, erschüttert durch seine Worte, duldete nicht, dass er Chariklia auch nur einen Schritt weit führte. Ein plötzliches, lautes Geschrei erhob sich. »Rette das Mädchen«, schrien sie, »rette das königliche Blut, rette die, welche die Götter gerettet haben. Wir haben deine Opferbereitschaft gesehen. Damit ist dem Gesetz Genüge getan. Wir haben deine königliche Gesinnung kennengelernt. Zeige dich nun auch als Vater. Die Götter mögen die scheinbare Verletzung des Gesetzes vergeben. Wir würden uns mehr versündigen, wollten wir ihrem Willen entgegenhandeln. Niemand darf sie töten, da ihr die Götter das Leben retteten. Du, Vater deines Volkes, sei auch Vater deines eigenen Hauses.« So und ähnlicher Art erschollen tausend Rufe aus der Menge. Schließlich machten sie Miene, die Opferhandlung mit Gewalt zu verhindern. Sie nahmen eine entschlossene und widerstandsbereite Haltung ein und verlangten, man solle die Götter durch andere Opfer begütigen. Mit freudiger Bereitwilligkeit gab sich Hydaspes besiegt. Nur zu gern ließ er sich zu etwas nötigen, was er selbst gewünscht hatte. Da er sah, dass das Volk immer wieder in Zurufe ausbrach und in ausgelassenem Jubel seine Freude äußerte, ließ er es austoben und wartete, bis von selbst wieder Ruhe eintrat. Dann trat er auf Chariklia zu. »Liebes Kind«, sprach er zu ihr, »dass du meine Tochter bist, haben die Erkennungszeichen bewiesen. Auch der weise Sisymmetris hat es bezeugt, und vor allem hat es die Gnade der Götter an den Tag gebracht. Doch wer ist dieser junge Mann, der mit dir zusammen gefangen genommen und für die Götter als Siegesopfer aufgehoben wurde, der, der dort am Altar sitzt und der Opferung harrt? Wie kommt es, dass du ihn als deinen Bruder bezeichnet hast, als ihr bei Syene zum ersten Mal vor mich geführt wurdet? Es wird sich ja wohl nicht herausstellen, dass auch er unser Kind ist, denn Persinna ist nur einmal Mutter geworden mit dir.« Chariklia errötete und schlug die Augen nieder. »Ich habe ihn als meinen Bruder ausgegeben«, erwiderte sie, »weil mich die Umstände zu dieser Lüge zwangen. Wer er in Wahrheit ist, wird er am besten selbst bezeugen.
Er ist ja ein Mann und wird sich nicht scheuen, mit mehr Freimut zu sprechen, als ich es als Frau vermag. Verzeih, liebe Tochter, antwortete Hydaspes, der den tieferen Sinn ihrer Worte nicht begriff, wenn ich dir durch meine Frage nach dem jungen Mann zu nahe getreten bin und dich erröten gemacht habe. Setz dich ins Zelt zu deiner Mutter und erfreue sie durch deine Gegenwart, die ihr jetzt noch mehr Schmerzen gemacht hat als bei deiner Geburt. Unterhalte sie durch die Erzählung deiner Erlebnisse. Inzwischen will ich für das Opfer sorgen und an deiner Stelle ein anderes Mädchen aussuchen, falls sich ein ebenbürtiges findet, das zusammen mit dem jungen Manne geopfert werden kann. Bei dieser grausamen Eröffnung der bevorstehenden Opferung des Theagenes hätte Chariklia beinahe laut aufgeschrien. Sie war kaum imstande, sich zu ruhiger Überlegung zu zwingen und um des Zweckes willen den Ausbruch ihrer Schmerzen mit Gewalt zu unterdrücken. Mein Gebieter, entgegnete sie, vielleicht brauchst du gar kein anderes Mädchen zu suchen, da das Volk durch meine Freigabe auf das Opfer endgültig verzichtet hat. Sollte man aber doch auf der vollständigen, beide Geschlechter umfassenden Opferung bestehen, so musst du nicht nur ein Mädchen, sondern auch einen anderen jungen Mann suchen. Oder wenn du kein anderes Mädchen findest, wieder auf mich als Schlachtopfer zurückgreifen. Schweig, rief Hydaspes und fragte, wie sie so etwas sagen können. Weil es der Wille der Vorsehung ist, sagte sie, dass ich am Leben bleibe, wenn er lebt, und mit ihm sterbe, wenn er sterben muss. Hydaspes, der den wahren Zweck ihrer Worte noch nicht begriff, gab zur Antwort, dein gutes Herz in Ehren, liebe Tochter, dass du dich eines Ausländers, eines Griechen, deines Jugendfreundes und Mitgefangenen, mit dem dich gemeinsames Schicksal und Kameradschaft verbindet, voll Mitgefühl annimmst und für seine Rettung eintrittst. Doch es ist unmöglich, ihn dem Opfer zu entziehen. Erstens wäre es frevelhaft, sich über den Brauch der Siegesopfer ganz hinwegzusetzen. Dann aber würde sich auch das Volk dagegen wehren, das dank der göttlichen Hilfe sich eben erst widerstrebend bereit fand, dir Gnade zu gewähren. Mein König, erwiderte Chariklia, den Vater darf ich dich wohl noch nicht nennen. Wenn durch die Gnade der Götter mein Leib gerettet wurde, so müsste dieselbe Gnade doch wohl auch meine Seele retten. Ja, meine Seele, die Götter wissen es, die mein Schicksal bestimmten. Sollte es sich aber erweisen, dass dies nicht der Wille des Schicksals ist und dass der Fremde hier unbedingt den Feuertod geweiht werden muss, so gewähre mir wenigstens die eine Gunst. Lass mich selbst das Opfer vollziehen und mich das Schlachtmesser dann als einen kostbaren Besitz behalten, bewundert von den Äthiopiern, wegen meines männlichen Mutes. Ich begreife nicht, sagte durch diese Bemerkung stark beunruhigt Hydaspes, wie du deine Meinung so rasch ins Gegenteil verkehren kannst. Erst suchst du den Fremden zu schützen, jetzt willst du ihn, als wäre er dein Todfeind, eigenhändig töten. Ein Vorhaben, in dem ich jedenfalls für ein junges Mädchen wie dich nichts Ehrenvolles oder Rühmliches sehen kann. Es ist aber auch undurchführbar, denn nach altem Brauch steht der Vollzug dieser Handlung nur den dem Helios und der Selene Geweihten zu und auch da nicht dem Erstbesten, sondern nur einem verheirateten Manne oder Weibe. Deshalb verbietet schon deine Jungfräulichkeit die Erfüllung deines mir an sich schon unverständlichen Wunsches. Darin liegt kein Hindernis, sagte Chariklia leise, indem sie sich zu Persinnas Ohr hinabbeugte. Ich habe einen, der bereit ist, mich zu einer verheirateten Frau zu machen, wenn ihr einverstanden seid. Wir sind einverstanden, entgegnete Persinna lächelnd, und wollen dich sogleich mit der Götter willen verloben, sobald wir einen Mann gefunden haben, der deiner
und unserer würdig ist. Es ist nicht nötig, ihn erst zu suchen, sprach Chariklio wieder lauter, da er schon gefunden ist. Sie wollte noch deutlicher reden, denn die Zwangslage machte sie kühn, und die ihr vor Augen stehende Gefahr für Theagenes nötigte sie, alle Rücksicht und mädchenhafte Scheu fallen zu lassen. Da konnte Hydaspes nicht länger an sich halten. »Ihr Götter«, rief er aus, »wie vereinigt ihr doch Böses mit Gutem und zerstört das mir unerwartet geschenkte Glück zum Teil gleich wieder, indem ihr mir unverhofft eine Tochter gebt und sie dann wahnsinnig werden lässt. Denn muss ihr Verstand nicht verwirrt sein, wenn sie so sinnlose Reden führt? Sie nennt den Fremden ihren Bruder. Dann erklärt sie, er sei es nicht. Auf die Frage, wer denn sei, behauptet sie, ihn nicht zu kennen. Dann sucht sie, als sei er, der Unbekannte, ihr Freund, ihm das Leben zu retten. Da sie nun einsieht, dass die Erfüllung dieses Wunsches unmöglich ist, bittet sie, als wäre er ihr Todfeind, ihn eigenhändig umbringen zu können. Man sagt ihr, das sei unstatthaft, da nur eine einzige, und zwar verheiratete Frau, diese Opferhandlung vollziehen dürfe. Darauf behauptet sie, einen Gatten zu haben, sagt aber nicht, wer es ist. Wie könnte sie das auch, da die Feuerprobe erwiesen hat, dass sie einen Mann weder hat, noch früher gehabt hat? Es müsste gerade diese bei den Äthiopiern nie versagende Unschuldsprobe bei ihr allein versagen. Ihr allein müsste der Herd, auf den sie sich gestellt hat, das gestatten, ohne sich zu verbrennen und sie zu Unrecht als jungfräulich gelten lassen. Ihr allein müsste es vorbehalten sein, dieselben Menschen in einem Atemzuge als Freunde und Feinde zu bezeichnen und sich Brüder und Ehemänner anzudichten, die gar nicht vorhanden sind. Gehe also mit ihr ins Zelt, liebe Frau, und bringe sie wieder zur Vernunft. Denn entweder ist sie noch von einem Gott, der bei den Opfern zugegen war, besessen, oder die übergroße Freude über das unverhoffte Glück hat ihr den Verstand getrübt. Ich habe schon befohlen, statt ihrer ein anderes Opfer zu ermitteln, das wir den Göttern schuldig sind. Bis dahin will ich die Gesandten empfangen, die von den verschiedenen Völkerschaften gekommen sind und ihre Geschenke zur Siegesfeier entgegennehmen. Mit diesen Worten nahm er auf einem erhöhten Sitz nahe den Zelten Platz und befahl, die Gesandten mit den Geschenken, soweit sie solche mitgebracht hätten, kommen zu lassen. Der einführende Hofbeamte Hermonias fragte, ob er befehle, dass alle zusammen oder in Gruppen nach Ländern und einzeln vorgestellt werden sollten. Auf den Bescheid der Reihe nach und einzeln, damit jedem die gebührende Ehre zuteil werde, entgegnete der Marschall: Mein König, dann muss zuerst Meroebos, der Sohn deines Bruders, vorgelassen werden, der vor einer Weile eingetroffen ist und außerhalb der Absperrung darauf wartet, dir gemeldet zu werden. Du Narr, herrschte ihn Hydaspes an, warum hast du ihn nicht gleich gemeldet? Du weißt doch, dass er nicht irgendein Gesandter, sondern ein König und außerdem der Sohn meines Bruders ist, den ich nach dessen Tod auf den Thron erhoben und an Sohnesstatt angenommen habe. Ich wusste es, mein Gebieter, erwiderte Hermonias, aber ich hielt es vor allem für angebracht, den geeigneten Zeitpunkt abzuwarten, worauf der Einführende beim Empfangszeremoniell in erster Linie zu achten hat. Vergiss also, wenn ich Bedenken trug, dich in der angenehmsten Beschäftigung, das heißt in deiner Unterhaltung mit den königlichen Frauen, zu stören. Gut, dann soll er wenigstens jetzt kommen, entgegnete der König. Hermonias entfernte sich eilig und kehrte bald in Begleitung dessen, den er holen sollte, zurück. Meroebos trat ein junger Mann, der eben mit seinen 17 Jahren das Knabenalter hinter sich gelassen hatte. Er war von stattlicher Gestalt und überragte alle Anwesenden
an Körpergröße. Eine glänzende Leibgarde zog vor ihm her. Die äthiopischen Soldaten öffneten bewundernd und respektvoll die Absperrung, um ihn durchzulassen. Hydaspes blieb nicht sitzen, sondern kam ihm entgegen, schloss ihn in väterlicher Herzlichkeit in die Arme und ließ ihn dann neben sich Platz nehmen. »Du kommst wie gerufen, mein Sohn«, sagte er und nahm seine Hand, um mit uns gleichzeitig Sieg und Hochzeit zu feiern. Denn die Götter und Heroen unserer Väter, unsere Stammesgötter, haben uns eine Tochter und dir, wie mir scheint, eine Braut auserkoren. Doch davon wirst du nachher mehr erfahren. Jetzt lass hören, ob du für deine Untertanen einen besonderen Wunsch hast.« Als Meroebos das Wort Braut hörte, konnte er seine Freude und Scheu nicht verbergen und errötete unter der dunklen Haut, so dass es aussah, als laufe Feuer über Ruß. »Die anderen Gesandten, lieber Vater«, sagte er nach einer Weile, »werden dir jeder mit den ausgesuchtesten Gaben seines Landes zur Verherrlichung deines Sieges aufwarten. Ich will dir als dem hervorragenden Führer und Kriegshelden ein deiner würdiges und passendes Geschenk machen mit einem Mann, der in Krieg und Schlachten nicht seinesgleichen hat und außerdem im Ring- und Faustkampf im Staub der Arena unüberwindlich ist.« Damit gab er dem Manne einen Wink, näher zu treten und sich zu zeigen. Als er vortrat und sich vor Hydaspes niederwarf, erwies er sich als Kerl von so riesenhafter Größe, dass er noch beim Kniefall vor dem König den erhöht Sitzenden fast gleichkam. Ohne erst einen Befehl abzuwarten, zog er seine Kleider aus, stellte sich nackt hin und forderte jeden, der Lust hatte, zum Kampf mit oder ohne Waffen heraus. Da sich niemand meldete, obwohl der König wiederholt durch den Herold dazu aufforderte, sagte Hydaspes, »dann sollst du trotzdem von uns einen dir angemessenen Kampfpreis erhalten.« Er gab Befehl, einen uralten, riesigen Elefanten für ihn herzuholen. Das Tier wurde gebracht und von dem Beschenkten freudig in Empfang genommen. Das Volk aber brach in lautes Gelächter aus, belustigt über den witzigen Einfall des Königs und durch den Spott über das großspurige Auftreten des Mannes, das es als Demütigung empfunden hatte, wie gleichermaßen wieder besänftigt. Danach erschienen die Gesandten der Seher und brachten zwei Kleider aus Spinnweben feinem, einheimischem Stoff, ein purpurfarbenes und ein rein weißes. Ihre Geschenke wurden entgegengenommen und ihre Bitte um Freilassung einiger ihrer vor längerer Zeit zu Gefängnis verurteilten Landsleute vom König versprochen. Dann kamen die Gesandten des glücklichen Arabien mit ihren Gaben, wohlriechendem Blattwerk, Kanel, Zimt und anderen Gewürzen, an denen Arabiens Erde so reich ist, von jeder Sorte für viele Talente, so dass sie die ganze Umgebung mit ihrem köstlichen Duft erfüllten. Nach ihnen erschien die Abordnung der Troglodyten und brachte Ameisengold und ein Greifengespann in einem goldenen Geschirr. Darauf kam die Gesandtschaft der Blemir mit einem Kranze, der aus Bogen und Pfeilen von Drachenknochen geflochten war. »Dies ist unser Geschenk für dich, König«, sagten sie. »An Geld wert steht es hinter den Gaben der anderen zurück, aber gegen die Perser hat es am Flusse vor deinen Augen seinen Wert bewiesen.« »Es ist mir wertvoller«, erwiderte Hydaspes, »als die kostbareren Geschenke, denn ihm verdanke ich, dass ich jetzt auch die anderen bekomme.« Gleichzeitig forderte er sie auf, ihre Wünsche vorzutragen, und da sie daraufhin um Verminderung ihrer Abgaben baten, erließ er sie ihnen auf die Dauer von 10 Jahren ganz.